So ein Luftvorzelt muss natürlich auch aufgepumpt werden, das ist klar. Aber auch darüber haben wir uns Gedanken gemacht. Wir haben einen zentralen Aufblaspunkt, der ist normalerweise mit Reißverschlüssen geschlossen. Daran kann ich dann hier an dem Ventil einfach die Pumpe richtig anschrauben mit einem Gewinde. Und was haben wir dann? Dann haben wir zwar eine Handpumpe, aber eine völlig neu entwickelte Handpumpe. Und zwar haben sie verschiedene Möglichkeiten. Wir haben einmal einen sehr, sehr großen Pumpzylinder für die grobe Arbeit sozusagen. Oder ich stelle das Ganze einmal um und kann feinjustieren. Beides ist möglich. Unsere Pumpe hat ein Überdruckventil, sodass nichts schieflaufen kann, und ein Manometer, damit Sie sehen können, wie viel Druck schon drin ist. Auch das ist bis ins Detail komplett durchdacht. Das Cirrus verfügt auch über ein komplett anderes Luftsystem. Hier haben wir das Isar-Air-System. Natürlich sind alle Schläuche auch wieder miteinander verbunden. Das heißt, ich habe einen Aufblaspunkt und kann alles mit einem Arbeitsgang mit Luft befüllen. Ich habe zwar alles ineinander hängen, kann aber auch alles jederzeit separieren. Und das ist ganz einfach. Jeder Schlauch ist hier verbunden und hier gibt es so einen kleinen On- und Off-Schalter. Das heißt, ich kann die Luftzufuhr öffnen oder auch sperren. So, wenn hier mal irgendwas sein sollte, eine Undichtigkeit oder irgendwas, was sehr unwahrscheinlich ist, kann ich hier einfach das Ganze verriegeln und das System behält an allen anderen Punkten seine Luft. Wichtig ist natürlich auch die Stabilität des einzelnen Luftschlauchs. Dort haben wir ein Drei-Lagen-System. Der Luftschlauch innen drin hält natürlich die Luft. Dann gibt es eine Ummantelung, die komplett den Luftschlauch nochmal schützt und mit Reißverschluss geschlossen wird. Und dann gibt es nochmal eine Lage, die oben drüber kommt, die dann eingenäht ist in das Zelt und dann das Ganze hier auch nochmal mit der Zelthaut verbindet und natürlich auch nochmal einen Schutz bietet. Drei Lagen, eigentlich kann nichts passieren.